Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und Leute, es ist wieder Zeit für eine Verlosung. Wie ihr seht, habe ich hinter mir ziemlich viele von den Mythical Ghoul Horses laufen, weil die ja inzwischen nicht mehr ganz so selten sind. Wenn man aber den Game Pass Mythical Hunter nicht hat, sind die trotzdem noch ziemlich selten. Und da ich jetzt ein paar gefarmt habe und ich die nächsten Tage auch noch viel mehr farmen werde, werde ich einige dieser Ghoul Horses verlosen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr auf unseren Discord-Server kommen und in der Lobby auf die Verlosung reagieren. Wie man das macht, zeige ich euch nochmal nachher. Ich will jetzt nochmal ein Ei öffnen. Vielleicht ziehe ich ein Ghoul Horse, obwohl ich keinen Boost drin habe und nix. Okay, naja, obwohl, Werwolf ist auch gar nicht mal so schlecht. Was ich hier habe, sind erstmal ein paar Ghoul Horses. Mein Ziel ist es ja, ein Full-Team aus Rainbow Ghoul Horses zu bekommen. Und dafür muss ich noch eine Menge farmen. Ich bin aber bereit, einige davon abzugeben. Und zwar in der Summe möchte ich 10 Pets verlosen. 10 Mythical Pets, bestehend aus 4 goldenen Ghoul Horses. 4 goldene Ghoul Horses möchte ich verlosen. Dann auch noch 3 normale Ghoul Horses. Und für all die Sammler da draußen verlose ich auch noch, als, sag ich mal so Trostpreis, 1 M6 Prototype in Gold. Ein M2 Prototype in Gold. Ich habe das Gewinnspiel schon gestartet. Ich dachte, das wäre ein 2 M2 Prototype. Aber nein, das ist ein M6 und das ist ein M2. Beide sind Gold, deswegen habe ich die vertauscht. Naja, in dem Video sehen wir es ja. Ein goldener M6 Prototype, ein goldener M2 Prototype und zuletzt ein normaler M6 Prototype. Mit Royalty, das bedeutet, das ist dann auch nochmal 3-mal so stark. Die Pets werde ich verlosen. Das heißt, es wird 10 Gewinner der Verlosung geben, um eure Gewinnchancen zu erhöhen. Bei der letzten Verlosung haben, keine Ahnung, 60, 100 Leute vielleicht mitgemacht. Das heißt, die Chancen waren bei 1%. 1% ist gar nicht mal so niedrig, weil, naja, die Chance hier ein Ghoul Horse zu ziehen ist auch ungefähr bei 1% mit meinen Game Pässen. Und ich ziehe trotzdem einige. Der Pumpkin ist gespawnt. Ich kann ihn ja mal suchen, auch wenn er nichts bringt. Weil ich nehme ja gerade sowieso auf und will nicht wirklich aktiv farmen. Da vorne ist auch schon der Pumpkin. Wir können ihn mal abbauen. Dann sehen wir mal, wie viel er mir bringt ohne irgendwelche Boosts. Und wie schnell die Ghoul Horses den hier abbauen ohne irgendwelche Boosts. Und abgebaut. 45. Das ist echt ein Witz mit dem Pumpkin. Naja, aber um das nochmal genauer zu erklären. An der Verlosung, ihr habt 5 Tage lang Zeit, an der Verlosung teilzunehmen. Wenn ihr das Video seht, habt ihr vielleicht nicht mehr ganz 5 Tage Zeit. Weil das Video kommt ja ein bisschen später, als ich die Verlosung gestartet habe. Ihr seht es vielleicht noch ein bisschen später. Und vielleicht seid ihr auch auf TikTok und seht es dann noch später. Auf TikTok kommen meine Videos aber sehr, sehr spät in Schnipseln online. Die Verlosung wird am Samstag, dem 30. Oktober 2021 um 12.58 Uhr ausgelost. Es wird 10 Gewinner geben. 10 unterschiedliche Leute gewinnen jeweils ein Mythical Pet. Und der erste, den der Bot nennt, der kriegt natürlich ein goldenes. Also die ersten 4 kriegen einen goldenen. Die folgenden 3 kriegen einen normalen Ghoul Horse. Und da ich momentan so extrem am Farmen bin, überlege ich sogar, die Verlosung noch ein bisschen auszuweiten. Aber ich glaube, ich werde dann stattdessen einfach noch eine zweite Verlosung irgendwann hinten ranhängen, bei der nochmal höhere Gewinnchancen sind. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich bin kein riesen YouTuber mit 100.000 Abonnenten. Ich bin ein kleiner YouTuber mit paar tausend Abonnenten. Ein paar Leute gucken meine Videos, an der Verlosung werden vielleicht 100 Leute teilnehmen, wenn es hochkommt. Also 1000 Leute werden safe nicht an der Verlosung teilnehmen. Und es gibt 10 Gewinner, das heißt, eure Gewinnchance liegt weit über 1%. 1% klingt wenig, aber 1% ist viel, weil das ist 1 in 100. Und 1 in 100 kann man sehr schnell mal hitten. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem, wenn ihr teilnehmt, ihr müsst nicht davon ausgehen, dass ihr gewinnt, aber die Chancen sind sehr viel höher als bei, keine Ahnung, so einer Höllenmaschine, bei der 300.000 Leute teilnehmen und nur einer gewinnt. Da ist die Chance bei 1 zu 300.000 und es gibt halt einen Gewinner. Bei mir ist die Chance vielleicht, sagen wir mal im Worst-Case-Szenario, 10 zu 1.000. Das wäre immer noch 1 zu 100, das heißt immer noch 1%. Das ist eine hohe Gewinnchance. Ich zeige euch jetzt aber auch, wie ihr an der Verlosung teilnehmt. Unten in der Videobeschreibung ist mein Discord-Server verlinkt. Ihr findet den auch, wenn ihr in meinem Kanal auf den Banner klickt. Wenn ihr auf TikTok seid, findet man meinen Discord auch im Profil verlinkt. Also im Discord findet man bei mir überall. Man kann auch einfach bei Discord in die Serversuche Based eingeben und dann findet man den Based Club. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich wechsle die Szene. So, dass ihr jetzt mein Vollbild seht. Ich mache den hier aus. Hier haben wir den Club-Based-Discord. Ich schaue mir gerade mit der Rolle User an, damit es halt für euch so aussieht, wie es auch für euch aussehen sollte. Wenn ihr auf den Discord rauf joint, dann seht ihr erstmal nur die 3 Channel, die hier oben sind. Ich wähle jetzt mal die Rolle aus. Am Anfang sieht der Discord-Server für euch so aus. Am Anfang, wenn ihr auf den Server joint, sieht der Server für euch so aus. Ihr seht den Infos-Channel, ihr seht den Regeln-Channel und ihr seht den Rollen-Channel. Wichtig ist der Regeln-Channel. Hier stehen die Regeln drin. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann lest ihr sie nicht. Ihr müsst euch trotzdem dran halten. Ihr drückt einmal hier auf Regeln gelesen drauf. Dann kriegt ihr die Rolle User. Dann drückt ihr nochmal auf Regeln akzeptiert drauf. Dann kriegt ihr die Rolle neu entfernt. Müsst ihr nicht machen, kann man aber machen. Und wenn ihr die Rolle User dann habt, dann seht ihr auf einmal ein paar mehr Channel. Und zwar diese Channel seht ihr hier. Und da ist dann die Public-Section interessant. Da gibt es Count-Channel, Glücksspielbot, der glaube ich kaputt war. Der ist gerade offline. Ja, der Glücksspielbot-Channel, der Glücksspielbot ist gerade offline. Kann man nichts machen.
Und es gibt hier oben die Lobby. Und in der Lobby schreiben ab und zu Leute rein, weshalb ihr vielleicht das Gewinnspiel nicht findet. Das hat gerade erst gestartet. Ihr seht, hier ist 4 goldene Ghoul Horses, 3 Ghoul Horses, 2 M2 Prototype und 1 M6 Prototype. Hier habe ich mich vertan. Es sind eigentlich 2 M6 Prototype, einer in golden, einer in normal und 1 M2 Prototype in golden. Aber ihr wisst, was abgeht. Um an der Verlosung teilzunehmen, klickt ihr einfach hier unten auf dieses Symbol rauf. Klick, dass das so ein bisschen blau hinterlegt ist. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil, müsst warten, bis dann dieses Datum hier erreicht ist, der 30. Oktober 2021 um 12.58 Uhr und dann wird der Bot in die Lobby nochmal eine Nachricht reinschreiben, in dem alle Gewinner gepinkt werden. Und alle Gewinner werde ich dann zu einem Ticket hinzufügen, in der Support-Section werde ich dann Ticket öffnen mit allen und werde ihnen dann sagen, yo, schreibt mir eure Roblox-Usernames, ich werde euch die Pets jetzt geben. Dann müssen wir halt eine Zeit vereinbaren, zu der das untereinander so passt. Was mir gerade auch einfällt, am 30. Oktober habe ich gar keine Zeit, da bin ich ja unterwegs. Ach Mensch, dann hätte ich vielleicht noch ein paar Tage draufpacken müssen, naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, das auszulosen. Haben wir bei den letzten Verlosungen auch geschafft. Falls ihr diese Nachricht hier nicht findet, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Ich gehe hier mal raus, weil ich nehme an dem Gewinnspiel nicht teil. Also wenn ihr in der Lobby seid, könnt ihr entweder hier oben auf den Pin-Stecker klicken, um die angepinnten Nachrichten zu sehen. Dann gibt es hier das Gewinnspiel. Hier gibt es auch die alten Gewinnspiele. Giveaway ended, Giveaway ended, seht ihr hier. Und hier seht ihr noch Giveaway ohne ended. Das heißt, das Gewinnspiel läuft noch. Ihr könnt hier auf Springen drücken, dann kommt ihr auch zu der Nachricht hin. Und könnt darauf reagieren, um daran teilzunehmen. Ich gehe wieder raus. Was ihr auch machen könnt, Threads anzeigen lassen. Das ist mit dem über das Symbol hier oben. Dann seht ihr, hier ist Pet Simulator X Giveaway. Könnt da reinklicken. Hier hat LulGamer10 schon geschrieben, ich mache mit. Und um hier drauf zu reagieren, müsst ihr tatsächlich nochmal hier oben rechts auf Springen drücken. Kommt dann wieder zu der Nachricht und könnt wieder darauf reagieren, um daran teilzunehmen. Ich hoffe, das war jetzt ausführlich genug. Wenn ihr kein Discord habt, tut es mir leid. Vielleicht könnt ihr einen Discord-Account erstellen. Aber irgendwie muss ich es auslosen und ich finde, über diesen Discord-Giveaway-Bot ist es ziemlich gut, Verlosungen auszulosen, weil der sucht halt wirklich zufällige Leute aus allen aus, die teilgenommen haben. Da ist es halt fair unter allen Teilnehmenden. So, das war jetzt aber auch erstmal wieder genug Discord. Wir gehen wieder hier hin, wechseln die Szene zu Roblox zurück und machen dann diesen hier. So, ich bin wieder in Game und werde jetzt nochmal zu Heaven's Gate gehen, weil beim Heaven's Gate kann man schön farmen. Und glaubt mir, Leute, diese Mythical Pets, die taugen es richtig. Ich baue die Chest ohne irgendwelche Bonus, baue ich sie so schnell ab, ich kriege auch so viele Coins hier raus. Ich habe heute Morgen, habe ich meinen Rechner angemacht und meinen Charakter hingesetzt, der hat dann, keine Ahnung, 2 Stunden oder so durchgefarmt. Ich habe jetzt wieder 1,3 Milliarden von den Candies und 1,3 Milliarden von den Candies bedeutet, ich kann einfach über 1000 Eier öffnen. Aus den über 1000 Eiern werde ich wieder locker mindestens 50 Mythicals ziehen. Die Mythicals, die will ich mir dann irgendwann langsam Rainbow machen. Vielleicht sogar ein paar Dark Matter machen. Ich mache das jetzt Stück für Stück, damit ich ein Fullteam bekomme. Und mal gucken, vielleicht werde ich noch mehr Pets verlosen. Weil ich weiß nicht, jeder kann sich diese Game Pässe leisten mit Mythical Hunter. Nicht jeder kann sich die Game Pässe leisten mit Magic Eggs. Und das sind halt wirklich Essential Game Pässe, aber die sind so unglaublich teuer. 3200 Robux, die hat nicht jeder. Und die muss auch nicht jeder haben. Und wenn ihr nicht viel Geld habt, dann gebt euer Geld nicht für sowas aus. Das muss wirklich nicht sein. Es ist wirklich unnötig, sein Geld für irgendwelche Roblox-Spiele auszugeben, wenn man nichts davon hat. Ich habe das ja gemacht, damit ich hier ein paar bessere Videos bringen kann. Aber wenn ich keine YouTube-Videos dazu machen würde, würde ich niemals das Geld für die Game-Pässe ausgeben. Weil es einfach so viel Geld ist. Pet-Simulator kostet richtig viel. Aber ich will jetzt auch ein bisschen was an euch zurück. Ich hoffe, die Gewinner freuen sich dann, wenn sie gewonnen haben. Wie gesagt, ihr habt noch einige Tage Zeit, bis die Verlosung ausgelost wird. Wenn ihr das Video ein bisschen später seht, nicht so schlimm. Am Samstag ist es erst zu spät. Und selbst am Samstag früh, wenn ihr Samstag früh das noch seht und noch schnell teilnehmen wollt, geht auf den Discord-Server, reagiert drauf. Ihr habt bis 12.58 Uhr Zeit. Das bedeutet, bis dahin könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Bis dahin hat jeder die gleiche Chance zu gewinnen. Und danach sehen wir halt die 10 Gewinner. Und nochmal, es sind 10 Gewinner. Das müsst ihr euch mal vorstellen. An der ersten Verlosung, die ich gemacht habe, haben, glaube ich, 30 oder 40 Leute teilgenommen. Das heißt, die Chance zu gewinnen, die wäre bei 10 Gewinnern einfach bei 1/4 gewesen. In einem von 4 Fällen hättet ihr gewonnen. So war es jetzt natürlich 1 zu 40. Und 1 zu 40 ist auch noch eine sehr hohe Chance. Und ich versuche die Chance halt immer noch sehr hoch zu halten, dass man bei meinen Gewinnspielen gewinnt. Ich meine, ich kann es mir leisten, mehrere Pets zu verlosen. Und deswegen werde ich auch mehrere Pets verlosen. Ich will da gar nicht so knausrig sein. Ich will euch einfach gute Pets liefern. Alles, was ihr machen müsst, ist auf den Discord-Server kommen und an der Verlosung teilnehmen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr weitere solche Verlosungen haben wollt. Das war's und ciao!